eine ganze Nation mit dieser Dame. Mao Asada. Eine Eiskunstlauflegende in Japan und das mit nur 19 Jahren. Sie will es wagen, eine Kombination zu zeigen, die früher nur den Männern vorbehalten war. Dreifach Achsel, Doppeltolo plant sie. Das wäre eine Sensation. Musik von Khachaturian. Der Maskeradenwalzer. Achsel, vorwärts abgesprungen, 3,5 Mal gedreht, wenn er denn gelingt. Hier kommt er. Sehr schön in der Luft, Doppeltolo, wunderbar. Dreifach Flip, sauber. Wunderbares Rechnen, tolle Flexibilität in dieser Fliegerschrittpassage. Konzentration noch einmal für den Doppelachsel. Schwieriger Anlauf zu diesem Doppelachsel gleich. Aus dem Mond heraus, aber das sollte für sie kein Problem sein und ist es auch nicht. Super. Ein fantastischer Auftritt von Mao Asada. Mit dieser Höchstschwierigkeit eines dreifachen Achsels. Die Kleine kann es kaum fassen. ...1989 bei der Weltmeisterschaft zeigte die Japanerin Midori Ito diesen dreifachen Achsel in der Damenkonkurrenz zum ersten Mal. Sie, Mao Asada, hat ihn auch schon oft probiert. Oft ist er misslungen. Im wichtigsten Wettkampf ihrer Karriere aber hat sie ihn im Kurzprogramm gezeigt. Und mit dieser fehlerfreien Leistung wird sie auf alle Fälle ganz vorne mit dabei sein. Große Freude bei ihr und ihrem Team. Jeanette Volle hier im Bild und natürlich die große, mächtige russische Trainerin Tatjana Tarasova, eigentlich eine Assistenztrainerin, aber sie kriegt ihre Leute immer wieder hin und die Technik macht auch eher Jeanette Volle. Toll steht sie da in der Luft, super über der Achse, ein bisschen kurz der Auslauf, aber das gibt 9,5 Grundpunkte alleine für die Kombination
und dann wird sicherlich noch ein bisschen aufgewertet. Also da ist sie allen anderen gut 2 Punkte, vielleicht sogar 2,5 Punkte weggekommen, nur mit einer Kombination. Große Freude im Trainerteam und auch unter den Zuschauern über diese klasse Leistung. ...2009 hat sie schon mal im Kurzprogramm 75,84 Punkte erreicht. In dieser Saison ihr Bestes nur 58,96. Das wird sie um ein Vielfaches übertrumpfen können. Die Führung ist hier überhaupt nicht in Frage gestellt, ist klar, ne? ...73,78 Punkte, ausgezeichnet. Für ihre Übergänge und die verbindenden Schritte kriegt sie nur 7,4 Punkte. Das ist auch okay.